Apple-Chef Tim Cook geht im Streit mit der amerikanischen Regierung um das Entsperren von iPhones in die Offensive. Cook äußerte sich in einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC. Seine Kernaussage: Es geht nicht um dieses Telefon, es geht um die Zukunft. Apple war per Gerichtsbeschluss aufgefordert worden, dem FBI beim Entsperren eines iPhones zu helfen, das von einem toten Attentäter genutzt worden war. Apple weigerte sich mit der Begründung, dafür müsse erstmals eine Software geschrieben werden, mit der man die Zugangssperre aushebeln könnte. Der einzige Weg wäre, ein Programm zu schreiben, das wir als die Software beschreiben würden, die mit Krebs vergleichbar wäre. Das wäre eine schlechte Nachricht, das würden wir nie machen und das haben wir nie gemacht und das ist derzeit der Stand, sagte Cook. Wenn es erst einmal einen solchen Fall gäbe, könnten andere Gerichte ihn vielleicht auch auf Scheidungs- oder Steuerfälle anwenden, warnte Cook. So könnten Bürgerrechte mit Füßen getreten werden. In einem Gespräch mit US-Präsident Barack Obama wolle er diese Position vertreten, kündigte Cook an. Unterstützung bekamen Cook und Apple von einer Handvoll Demonstranten vor einem Apple-Shop in Los Angeles. Sie machten deutlich, dass sie nicht möchten, dass das FBI möglicherweise an ihre Daten kommen könnte. Apple müsse standhaft bleiben, so die Botschaft. In jüngsten Umfragen hatten allerdings 51% der Befragten gesagt, Apple müsse die Ermittlungen des FBI unterstützen.